Hallo und herzlich willkommen zu eurer täglichen Dosis Green Tea Let's Play. Hier zurück zu Minecraft. Und ja, wir waren in der letzten Folge am Ende dabei, Zuckerrohr zu suchen, indem wir hier einfach die Küste entlang laufen. Aber es sieht nicht so aus, als hätten wir hier sonderlich viel Glück. Aber so schnell gehen wir nicht auf. Wir suchen weiter. Wir suchen einfach stur weiter. Und hoffen, etwas zu finden. Und wir sind auch drauf gekommen, dass wir Zertusquarz mittlerweile abbauen können. Und ja, das tun wir dann natürlich auch. Weil ich mir nicht so ganz sicher bin, was wir damit dann machen können. Ja, ich glaube, daraus kann man einfach Werkzeuge machen. Aber naja, wir werden gleich nachschauen. Sobald wir hier an Land gehen, und das hier sieht mir nach einer Schlucht aus. Ja, mehr oder weniger Schlucht. Quarz Cutting Knife. Quarz Wrench. Conversion Matrix. Das Prozessor. Was? AC Processor Assembly. Okay, wir werden so einen Prozessor herstellen, einfach weil ich wissen will, was man damit machen kann. Einfach nur deshalb werden wir so einen Prozessor herstellen und dann mal schauen, was wir damit machen können. Ist ja auch mal wert, dass man das ausprobiert, würde ich sagen. Ist vielleicht was extrem Cooles, vielleicht aber auch was Schlechtes. Ich hoffe einfach mal, dass es was extrem Cooles ist. Denn dann hätten wir ziemlich Glück. Ich mag es, wenn wir Glück haben. Es ist immer voll toll, Glück zu haben. Das macht einen richtig fröhlich. Richtig, richtig fröhlich. Okay, ja, dort oben allerdings. Wie kommen wir denn da rauf? Müssen wir uns wohl einen Weg nach oben schaffen. So. So. Ach, hey, wie lange das einfach dauert, Gravel abzubauen damit. So, 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 so. Ember. Das hier, ein bisschen Appetite können wir auch mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Kann ja nicht schaden. Hopp. Hopp, 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 hopp. Und dann würde ich sagen, schauen wir noch dort vorne um die Ecke. Und wenn wir da auch nichts finden, dann drehen wir mal um und kehren zurück. Ach, wir sehen wieder coole große Bäume. Ich mag coole große Bäume. Ich mag coole große Bäume. Die gefallen mir. Ja gut, dann kehren wir um und kehren zurück zu LOL. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber ungefähr an dieser Stelle hier irgendwo, ich erinnere mich nämlich auch an diesen Baumstamm und diesen Wald da drüben, haben wir damals in dieser Welt gestartet. LOL. Also an diesen Ort zurückzukommen, das hätte ich nicht erwartet. Ich finde das gerade echt lustig. Ich werde mir auf jeden Fall den Ort merken und dort dann vielleicht irgendwann mal ein Denkmal hinsetzen. Unser Start in diese Welt oder so. Aber erst nachdem wir alles andere hier geschafft haben. Wie auch diesen einen Prozessor hier bauen. Also Matrix Conversion. Oder Conversion Matrix. Keine Ahnung, was man damit macht. Und was ist denn das da oben? Einfach mal so ein Plateau in der Luft mit Bäumen drauf und es wird gerade dunkel. Aber wir haben noch Zuckerrohr gefunden. Wir haben noch Zuckerrohr gefunden, ja. Dann holen wir uns noch schnell das Zuckerrohr und danach sollten wir wirklich zurückkehren. Nein, es wird dunkel und dann kommen vielleicht wieder so übelst kranke Monster und die töten uns dann. Ja, töten wahrscheinlich nicht, aber sie nerven uns. Und das reicht ja auch schon, dass sie uns nerven, dass wir sie nicht da haben wollen. Denn zumindest ich will niemanden da haben, der mich nervt. Das wäre ja irgendwie komisch. Die ganze Zeit jemanden da zu haben, der einen nervt, das würde mir ja ganz und gar nicht gefallen. Es sind noch 270 Meter, bis wir zu Hause sind. Oh Gott, Tim, warum denn noch so weit? Warum denn noch so weit? Können die den Weg nicht einfach mal kürzer machen? Für mich, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte.
Okay, hier rüber, rüber. Ist halt blöd, dass wir jetzt die ganze Zeit auch noch schwimmen, aber wir können hier nicht wirklich an Land gehen, da ist irgendwie ein Stahlhaufen. Also wenn ich immer nach ihm wäre. Wollte wohl jemand einen Steilhang dort haben. Und so, hier können wir dann aber an Land gehen. Ne, oder auch nicht. Weil ich zu unfähig bin, dann springen wir hier so hin und her, hin und her. Ach Göttchen, diesen Sprung verkacke ich immer. Dieses böse Jump'n'Run hier. Ich mag Jump'n'Runs eigentlich, ja, aber irgendwie hier nicht so ganz. Nicht so unbedingt, ne? Nicht so unbedingt. So, 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 so. Und hier rauf und hier rüber und nach rechts. Und vor und hopp und hopp, 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 hopp. Rechts, rechts, okay. Ist ja nicht mehr weit, bis wir zu Hause sind. Da sehen wir schon unseren Abschnitt des Waldes in seiner schönen Farbe. Und ach du Heilige, wie kommen wir denn hier runter? Oh ja! Wow. Also interessant, wenig Monster kommen hier gerade, um uns zu töten. Da vorne ist ein Creeper, okay. Wir wollten ja unseren Bogen ein bisschen leveln. Das ist jetzt die perfekte Gelegenheit dazu, denn ein Creeper im Wasser ist gut zum Bogen leveln. Ja, wir schießen erstmal über ihn drüber. Jetzt dein Ernst, Creeper. Okay, muss man einfach nur richtig timen. Wow, mit zwei Schüssen haben wir diesen Creeper ausgeschaltet. Er hält ja wenig aus. Gottchen, da ist ja noch einer. Ach, der ist schon explodiert. Naja, 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 da konnte ich nicht mehr schnell genug auf den Bogen wechseln. Oh, ein Skelett, das will vielleicht ein Bogenduell. Oder ich schieße lieber auf das da vorne. Also meine Bogenskills gerade nicht vorhanden. Einfach nicht vorhanden. Ich halte meine Hand aber auch die ganze Zeit schon so verkrampft. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Irgendwas ist mit meiner Hand los. Nur was? Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ach, noch ein Creeper. Den werden wir auch schnell ausschalten. Wie ich einfach gerade daneben schieße, weil meine Maus irgendwo festhängt. Ja, Ausreden und so. Ich weiß eh, ich weiß eh. Alles nur Ausreden, alles nur Ausreden. Ich bin einfach schlecht. So. So, warum stehen hier eigentlich drei Creeper vor meinem Eingang rum? Das ist ja auch nicht normal. Es ist ja auch nicht normal, so viele Creeper dort zu haben. War der gerade One-Hit? Nein, der steht nur in einem Loch drin. Ach Gottchen, wir hatten keine Pfeile mehr. Können wir eigentlich keine Pfeile mehr haben? Müssen wir uns wohl mal neue Pfeile machen. Dann müssen wir uns wohl mal neue Pfeile machen, ja. Ja, 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 ja. So, überlegen wir uns erstmal jetzt. Wenn du weißt, Leute, ein Monster ist nearby. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Alles gut, alles gut. Zweites Kreuz, das können wir auch mal da reingeben. Und ja, dann kümmern wir uns mal um die nearby Monsters. Was sind keine Monsters nearby? Wollt mich doch verarschen hier. Hm. Jetzt sind sie wohl nicht mehr da. Und wir haben die Tür offen gelassen. Oh nein, da kommen vielleicht jetzt böse Besucher rein. War klar, dass mir diese Spinne hier im Kopf springen will und es nicht hinkriegt. Das war ja mal sowas von klar. Diese Spinne schafft noch gar nichts. So, wir wollten uns so einen coolen Prozessor machen. Warte mal. Seite 1 von 1. Seite 1 von 5. Okay, im Pulverizer können wir es minimieren. Seite des Quads. Ordnung. Shaped Crafting. Das hier ist auch Shaped Crafting. Storage Cell. Wireless Booster. ME Blank Pattern. Seite des Quads Block.
CPU, ME Assembler Containment Wall, Upgrade Quartz. Okay, wir machen uns erstmal eine Conversion Matrix. Dazu brauchen wir einen Prozessor. Und den bekommen wir, indem wir einen Basic Prozessor einschmelzen. Und ja, dafür brauchen wir ein Gold in der Mitte und ein Silikon. Dazu müssen wir Netherquarz oder Zertusquarz einschmelzen. Okay, wir haben ja zum Glück Zertusquarz, den können wir dann einfach mal flott einschmelzen. Hopp, 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 hopp. Ich soll den einen Zertusquarz einschmelzen. Ich frage mich noch immer, was man mit dem Teil dann machen kann. Das Teil wird wahrscheinlich einfach eine Atombombe sein und uns alle in die Luft sprengen, aber wer nichts probiert, der nichts gewinnt. Also, bitte geben Sie uns Silikon. Dun, 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 dun. Ach ja, Gold und Redstone brauchen wir auch. Wie viel Redstone brauchen wir nochmal? So. Advanced Processor Assembly. Okay. Wie viel Gold brauchen wir? Ein Gold und zwei Redstone. Okay. Okay, okay, okay. Zwei Redstone kommen sofort. So, so. So. Ja, ich will das einfach ausprobieren, Leute. Seid mir nicht böse, wenn es denn irgendwas Unnötiges ist, aber für irgendwas werden wir es sowieso brauchen. Spätestens, wenn wir uns dann zu diesem Modpack vorangearbeitet haben und mit diesem Modpack dann auch arbeiten und damit dann viele tolle Sachen machen. Ja. Und ein Gold. Und. Was war da oben drauf? Ach ja, ich weiß schon, was da oben drauf war. Nur wie machen wir das? Stick, Stick, Eisen und zwei Zertusquarz, okay. Eisen. Eisen, 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 Eisen. So, Stick, Stick, Eisen und zwei Zertusquarz, dann das hier. Und Silikon und das hier sollen wir jetzt einschmelzen. Dafür brauchen wir auch noch ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle. So. Denn wenn wir Basic Processor Assembly einschmelzen, erhalten wir irgendwas Tolles. ME Basic Processor und damit können wir jetzt was machen? Adjustable ME Storage? Kann ich mir jetzt irgendwie eine Festplatte schaffen oder so? Irgendein Zeug, ME Backup Battery, Quantum Field Ring, Conversion Matrix, das wollten wir machen. Netherquarz haben wir irgendwo liegen, Zertusquarz haben wir auch noch. Wie kriegen wir denn Fluix Dust? Dazu brauchen wir Netherquarz Dust, Redstone und Zertusquarz Dust. Und wie bekommen wir Netherquarz? Dazu brauchen wir einen Pulverizer. Okay, dann müssen wir uns wohl auch noch einen Pulverizer machen. Pulverizer. Dafür brauchen wir Kupfer, Kupfer, Flint, Flint, einen Piston, Machine Frame. Heilige. Okay, dafür brauchen wir mal vier Glas. Und. Ja, okay, das sollten wir hinkriegen. Dann machen wir uns wohl auch noch einen Pulverizer. Vier Glas, das heißt, wir brauchen mal Sand. Doch, wir haben sogar Glas. 1, 2, 3. Und ein Gold. Und wir haben nicht genug Eisen. Wir haben definitiv nicht genug Eisen. Nein.
und hier haben wir auch kein Eisen mehr drinnen, dann müssen wir wohl mal neues Eisen einschmelzen. Und ich würde sagen, was soll der Geld? Schmelzen wir gleich 9 ein. Schmelzen wir gleich 9 ein. So, das wird jetzt allerdings ein bisschen dauern. Kennt man ja, dass alles ein bisschen dauert. Und in der Zwischenzeit hängen wir hier in diesem Tal hier fest. Na, wundervoll. So. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir in der Zwischenzeit, wo das schmilzt, etwas anderes. Was aber auch sehr, sehr cool ist. Oh, dieses Quarz-Cutting-Knife kann man wiederverwenden. Na, das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass man das wiederverwenden kann. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ach ja, wir brauchen vorher noch etwas anderes, und zwar sowas hier. Und jetzt können wir die hier so hinlegen, das hier so hin und das dahin und erhalten ein Buch. Gut. Na, da erstmal alles wegschmeißen. Merkt euch das fürs Leben. Wenn ihr bei der Arbeit nicht weiterkommt, erstmal alles wegschmeißen. Das hilft auf jeden Fall nicht. So, und zack. Und dann machen wir uns mal einen Enchanting Table. Enchantment Table erhalten. Okay, stellen wir den einfach mal hier hin, um zu testen, ob das... Vielleicht geht's ja mit einem Auto-Enchantment Table. Wie ging denn der nochmal? 5 Eisen und 3 Redstone. Ach, ein Chunkloader. Potion Generator Magic Mirror. Okay. Ja, dann würde ich ja fast sagen, machen wir uns den Auto-Enchantment Table. Denn da habe ich wenigstens einen Plan, was das sein könnte. Da habe ich wenigstens einen Plan, was das sein könnte. Also, 3 Redstone nehmen. Tam, 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 tam. Dafür brauchen wir allerdings auch Eisen, wovon wir jetzt 18 Stück haben. So. Ja, das Eisen, das muss schmelzen. Und fest werden. Aber wir haben sie gleich. So und so. Und dann haben wir auch nochmal 18 Eisen. Und ja. So. Und so. Und so. Und ja, wir craften jetzt einfach mal ins Blaue hinein. Okay, eine Schere. Bogen. Ich glaube, der hier braucht erstmal eine Aufladung. Geben wir mal einen Lava-Eimer. Und sagen Auto-Drink. Auto-Eject. Auto-Extract. Ja, keine Ahnung. Legen wir eine Spitzhacke rein. Gehen dann hier hin. Jo, wie man vielleicht merkt, ich habe keine Ahnung. Toll. Also der Enchanting Table hat schon mal nicht gebracht. War ja mal nicht so die
Fall eine Errungenschaft, außer ich finde noch heraus, wie man mit dem denn umgeht, werde ich mich auf jeden Fall drüber schlau machen. Irgendwann. Eines Tages bestimmt. Wahrscheinlich noch nicht in der nächsten Folge, aber in der übernächsten Folge werde ich mich dann hoffentlich damit auskennen und dann kann ich euch sagen, ja, der ist ein Blödsinn, ja, der ist gut, ja, keine Ahnung, was mit dem ist. Nee, keine Ahnung, werde ich auf keinen Fall haben, ich werde da schon irgendeinen Plan haben. So, ich habe ja Eisen gebraucht, damit ich mir Machine Frame Block herstellen kann. Ach du Heilige, wie genau ging denn das jetzt nochmal? So, ach nein, der Pulverizer. So, Machine Frame braucht ihr damit dahin Gold, okay. Okay, so. Machine Frame Block. Gut. Was brauchen wir noch für den Pulverizer? Redstone Reception. Also noch ein Gold und zwei Redstone. Noch ein Gold wird hier gebraucht. Und ich habe auch keine Ahnung, wie wir den denn powern eigentlich, diesen Pulverizer, ob der einfach so funktioniert. Wenn er einfach so funktioniert, dann wäre das sehr, sehr lieb von ihm. So, warum bezweifle ich gerade, dass er lieb zu uns sein wird? Ich habe da sicher einen guten Grund, warum ich das bezweifle. Zwei Flint und zwei Copper und einen Piston brauchen wir auch noch. Für den Piston brauchen wir auch noch einen Redstone. Und zwei Flint haben wir hoffentlich hier irgendwo liegen. Zwei Flint. Flint. Komm schon. Hier muss Flint sein. Müssen wir jetzt ernsthaft Flint. Toll. Das heißt, wir müssen uns auch noch Flint besorgen. Mein Ernst. Warum tust du mir das an? Naja, was soll man machen? Zwei Copper und drei Holz und zwei Gravel, die wir hoffentlich zu Flint bearbeiten. Komm schon. Ja, einen Flint haben wir schon mal. Da kam ein Flint raus. Warum haben wir jetzt Gravel bekommen? Ich fühle mich verarscht. Oh, wir haben schon zwei Flint. Das sieht aus, als hätten wir gerade einen Gravel-Block geklont. Wir sind so böse, ja. Wir haben Gravel geklont. Oh mein Gott. So. Dann machen wir jetzt mal einen Piston. So. So, und das Eisen und das Redstone hier vertausche ich eigentlich immer, ja. Da habe ich euch ja gesagt, ich vertausche das immer. So. Ein Pulverizer. Stellen wir den einfach mal dahin und Informationen. Smashes things into other things, also zerkleinert Stücke in andere, zerkleinert Dinge in andere Dinge, ist sehr nützlich für die Verarbeitung von Erzen oder die Verwandlung von Gegenständen. Was normalerweise nicht rückgängig zu machen ist. The Redstone Control Tab configures how this device reacts to Redstone signals. The Configuration Tab determines how items enter. If this device requires Redstone. Okay, braucht also Redstone Flux, um zu arbeiten. Okay, Configuration. Ich nehme es zurück, ich wollte das hier nicht anklicken. Okay, toll. Warum klicke ich hier überhaupt irgendwas an? Machen wir einfach mal alle in diese Farbe. Ja. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt auch noch Redstone Flux. Red.
Redstone. Redstone. Flock. Plan Redstone Flex Block. Redstone Flex Capacitator. Charge case and activate the charge health items must remain. Press sneaking to activate. Okay, den hier muss man wohl aufladen. Und wie stellen wir den her? Wir brauchen einen harten Flux Captivator, Leadstone Flux Captivator. Okay. Sulfur bekommen wir, wenn wir. Mit einer 10% Chance, wenn wir Netherquarz-Ohr hier zerkleinern. Ja, aber den Pulverizer können wir noch gar nicht verwenden. Induction Smelter haben wir ja auch nicht. Crucible Furnace, nein. Centrifuge, nein. Ja, aber wir haben doch Sulfur, oder? Oder? Ich erinnere mich zumindest, dass ich das Tal mal in Unmengen gesehen habe, aber ich glaube, das war in der alten Welt noch. Das heißt, wir brauchen jetzt wohl Sulfur. Oder haben wir hier Sulfur? Das ist schlecht. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Dann suchen wir wohl mal Sulfur. Dann bleibt uns ja keine andere Wahl übrig, als Sulfur zu suchen. Und Schwefel müsste eigentlich ziemlich weit unten sein. Ja. Schwefel. Schwefel, 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 Schwefel. Vielleicht gibt es ja noch andere Sachen, mit denen wir da was herstellen können. Suchen wir einfach mal nur Redstone. Okay, das hier sind so Türen und so. Das hier sind Werkzeuge. Flux Crystal. Flux Redstone Flux Block. Redstone Energy Conduit. Transfers Energy Redstone, okay. Redstone Energy Conduit. Okay, das hier scheint anscheinend so was wie ein Kabel zu sein. Self-Rain. Und das ist so ein Block, wo wir die Energie speichern können. Redstone Flux Capacitor. Heated Redstone Generator Mob Counter. Redstone Clock. Redstone Energy Cell. Okay, da haben wir eine Energiecell. Okay, 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 ich habe einen Plan. First Electron Block. Ja, okay, ich habe einen Plan, liebe Leute, aber den hört ihr erst in der nächsten Folge. Und damit würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da lassen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Und damit bis dann.